Hallöchen zurück. Es ist wieder 0 Uhr. Kein Scheiß. Ist meine Amnesia-Zeit. Weil dann ist das Feeling so richtig. Oh, ich sehe es schon, Alter. LOL! Also wenn hier nicht die... Was? Na, ja, greifen kann ich nicht dazu. Schade. Okay. Nicht das, was ihr jetzt denkt, ne? Also gehe ich am besten mal hier lang. Ah, eben. Die Musik, die beruhigt mich irgendwie. Doch das jetzt weniger. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Ich mache einen Fehler. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Los! Ja, toll, ne? Ist ja supi, ne? Wie viel zu unterbüßen haben wir? 3, okay. Haben wir ein Memento? Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Ja, natürlich. Wie könnte ich auch nicht? Es ist abgeschlossen. Ach so. Finde den Schlüssel, bliblablo. Oh mein Gott. Hier war es schon heller, ne? Also mit dieser Musik fange ich das Spiel langsam an zu mögen, ne? Studienzimmer, oh yeah. Zu den Studierenden, ne? Alter, ihr könnt nicht wissen, wie ich heute fast ausgerastet bin wegen meinem Lehrer. Weil der hat uns Hausaufgaben. Der hat uns Hausaufgaben gegeben. Ich war, glaubt's mir, mehr als 5 Stunden dran. 5 Stunden! Er hat uns so A3 Blätter gegeben, ne? Die waren voll von Blättern. Natürlich habe ich kein Öl, ne? Voll Blättern. 3 Seiten, 3 mal A3. Das müssen wir alles abschreiben. Ja, das ist sehr viel. Aber wir mussten es 3 mal abschreiben. 3 verfickte Male. Und das ist unser Mathelehrer, ne? Da. Der ist. Oh, tut mir leid, ihr kennt mich. Uah. Nee. Die Musik mag ich nicht. Alter, ich mag die Musik nicht. Mach, dass es aufhört. Die Musik mag ich nicht. Ja, das. Ja, eben dann unser Lehrer so. Ja, das ist nicht viel. Und ich so, was bringt es uns, 3 mal abzuschreiben? Ja, dann hat er irgendwas von Lehren. Irgendwas. Na. Und ja, auf jeden Fall, da war ich mehr als 5 Stunden dran, weil ich bin nicht gerade der schnellste Leser. Okay, das schmeiße ich jetzt nicht. Das soll mich beschützen, oder? Und dann habe ich meinem Klassenlehrer geschrieben, dann sagt er, 5 Stunden dran. Hör auf. Mehr als 3 Stunden musst du nicht arbeiten. Und ich so, ja. Cool, danke. Der so, oh! What the fuck? Nimm die Kraft des Kreuzes! Hä? Ach. Was befindet sich hier? Cool. Die Gewöhnung wird nur durch einen schwachen Holzrahmen. Okay, das heißt, wir machen den jetzt mal kaputt. Oder? Okay, mit dem Kreuz geht es anscheinend nicht.
Ja, Daniel. Ich hör's ja. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Was haben Sie hier gekauft? Let's see what you have to offer. Das geht jetzt für mich einen Zacken zu weit. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Ah. Und wenn so einer angreift, ne, da ist nicht zu spaßen, weil diese Dinger. Lol. Die sind extrem stark, glaube ich mal. Oh nein. Soll jetzt ein Witz sein, hoffe ich. Ach, ist ein Mann. Wahrscheinlich in der Pubertät. In der Wachstumsphase. Dieses Bild kommt mir extrem bekannt vor. Ja, das sieht selbst aus wie ein Hund. 9. Januar! Hammer geil, mein Geburtstag. Los, das. Stirb! Ja, genau, wenn man es nicht erwartet, ne? Genau, meine Zunderbüchse. Ach, Moment mal. Hihi. Jetzt warte mal. Wenn es hier, wenn ich hier reingehe, dann kommt etwas. Nicht? Alter, was sind das für makabere Dinge? Komm. Deine letzte Aufgabe auf Erden. Hier gewähren wir ihm die letzte Ruhe. Also diese Hunde, die beunruhigen mich richtig. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Kann man die Tür so öffnen? Nee. Da geht die Tatsache auf. Kann da irgendwas aufnehmen? Komm, machen wir mal Jump'n'Run. Oh! What? Was? Geh vorsichtig. Ja, damit hätte es auch schon früher rausrücken können. So, hier hat es Stäbe. So, vorsichtig. 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 Uah. Vorsichtig. Ach so. Gibt es also doch noch einen Weg? Nee. Ist schon wieder so ein grüner Geist. Was soll ich damit? Zahnräder. Wann bin ich hier an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich von dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen.
Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ja, mein Freund. Aus Fehlern lernt man, ne? Ich hasse Eule. Die Tiere an und für sich sind noch ganz niedlich, aber wenn sie dann so creepy Geräusche machen und die Tür nicht zugeht, da könnte ich drauf wetten, dass dieses Zahnrad auf jemanden Stromkreislauf starb. Wenn der Aufzug 8 wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschine einsetzt. Also das muss ich jetzt lesen. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer enthältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Hoch 8 und runter 8. Achte gerade darauf, dass der Dampfstrom folgemodern eine Funktion Trinity-Dampfanlage. Nein! Ach. Vier Phasen Amplitude. Komplette Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine dann richtig angestellt ist. Wenn alle Stäbe angeschlossen sind. Ach, da gibt es mehrere Stäbe. Gib mal Öl, du Bitch. So, dann wagen wir es mal. Oh, ich sehe schon wieder einen Geist. Ich befreie dich aus deinem Leid. Ja. Und was bringt's mir jetzt? Ach so, jetzt verstehe ich, glaube ich. Ich bin den ganzen Weg nur, um diese Schere zu holen. Ach so. Kann ich ja mal meine Härchen schneiden. Nein, natürlich nicht. Oh nein. Oh nein, dem möchte ich ehrlich gesagt nicht begegnen. So, jetzt sind wir wieder drin. Alter. Kann dieses Gejaule nicht einfach aufhören? Weißt du, in jedem Raum muss irgend so ein creepy Sound sein. Ne, wirklich in jedem. Ne, das geht zu weit. Das geht zu weit. Obwohl, ich habe jetzt schreckliche Angst. Weil Hunde. Ja, ich mag die Tiere. Und nach diesem Spiel kann ich wahrscheinlich für einen Monat keinen Hund mehr anschauen. Nein, ist so. Lol. Dieses göttliche Dingens könnte eben noch was sein, weil, wisst ihr? Da, die Geister noch kaputt machen. Hey, cool, wird denn das? Das würde ich auch mal gern wissen. Was kann das Ding, ne? Erwecke den Zorn der Götter! Nein, ich hab's kaputt gemacht! Ach ne. Widerstandsfähig, du Ding. Treff ich? Ja, ich hab getroffen. Kaputt gegangen? Nein. Komm. Ja, genau. Komm, mach's. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelches wertvolles Zeug. Hinter dem Ding, ne? Unter dem Ding. Oh ne, ein Klavier. Wie ich schlechte Erinnerungen damit habe. Sehr schlechte. Wofür sind wir jetzt hier? Ach! Wer kennt's noch? Ich eingelocht. So.
Weiter geht's eigentlich dadurch, nicht? Doch. Gut, dann würde ich mal sagen, Challenge accepted. Nee, Challenge accepted sollte halt leck mich am Sack, bitte. Das Studienzimmer haben wir jetzt fertig. Weiter geht's mit dem Gästezimmer, doch das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß!